Okay, dann wollen wir doch auch gleich nochmal hier weitermachen. Also wie schon gesagt, dann begeben wir uns mal nach Tormund. Schauen wir mal, was wir da jetzt eventuell hier noch so machen können. Okay. Ah, an dem schwarzen Brett hier oder was. Dieser Auftrag hier bietet eine ordentliche Prämie. Sie wollen wir, dass wir auf wir was? Dass wir sie auf ihrer Reise als Leibwächter begleiten. Nichts ist leichter als diese Leichtigkeit. Der Auftrag gegenüber befindet sich im westlichen Stadtteil von Tormund. Finden wir Näheres heraus. Okay, irgendeine Fee. Gibt's eigentlich was Neues hier in der Gildenhalle? Ah, okay, hier gibt's also auch solche Sachen. Da kann man dann bestimmt ein paar Sachen ein bisschen hier nachkaufen, ne? Auch mal nicht schlecht. Ah, mach weiter. Okay. Ein bisschen was bekommen wir. Hab ich auch gesagt, mit diesen ganzen Rüstungen hier. Du wirst. Wir haben jetzt 900er Rüstungen oder 800er vielleicht. Alles, was da drunter ist, ist, denke ich mal, Quatsch. Ne? Also ich denke, damals habe ich auch noch nie irgendwas eingesetzt. So, 800, da heben wir jetzt mal auf. Also, na gut, zumindest haben wir mal die aufgewertet, oder die nicht aufgewertet, da brauchen wir wirklich nicht mehr. Die ist besser als die. Weg damit. So. Die 800er hebt man, wie schon gesagt, mal wieder auf. Ganz ehrlich, ich denke mal, hier verkaufen wir auch die mal mit, weil ich habe ja noch zwei weitere von den besten hier. Ein Amboss war doch, denke ich, auch hier, oder? Ja. Na gut, egal. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch wahrscheinlich auch schon genügend Geld, um uns das schauen wir uns vorher jetzt aber nochmal kurz an, das stimmt. Beeilt euch, Männer, plündert alle Gemächer des Schlosses und versorgt unser Volk mit Essen.
Vielen Dank, mein Herr. Seit Beginn des Krieges ist es schwierig, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Vor allem, da alle jungen Leute in den Krieg ziehen mussten. Bis eure Söhne und Töchter wieder nach Hause kommen, werde ich so gut ich kann für euch sorgen. Oh, was für ein ehrenwerter Mann. Rob, was machst du denn hier? Du kennst ihn? Er ist mein Vater. Leider bin ich das. Wo warst du, du Balk? Ich habe gehört, dass du aus Tormund geflohen bist, aber anstatt zu mir zurückzukehren, treibst du dich woanders herum. Es tut mir leid. Unverschämtes Kind. Gut, dass deine Mutter dich nicht hören kann. Gehen wir, ich halte es nicht aus. Läufst du schon wieder weg? Warum haben mich die Götter mit so einem Jungen bestraft? Hätte er nicht das Licht der Welt erblickt, wäre meine geliebte Gattin noch bei mir. Kommt. Ah. Okay, na ist aber auch in Ordnung. Das war sozusagen auf die Art und Weise hier finden. Also mal hier runter. So, apropos, irgendwo haben wir doch auch noch dieses hier Felder von Roland. Schließe die Quest ein Goblin-Dilemma aus. Ab da bin ich mir nicht auch. Na komm, die können wir gleich mal noch besiegen hier. Da sind sie. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Aber nur gerade meine Hand, ich fordere Vergeltung. Halt die Klappe, kaufe dir eine Prothese oder so. Ihr seid jederzeit willkommen. Ich habe bestimmt noch mehr interessante Sachen für euch. Diese Rüstung sieht der von Gwaine ähnlich. Sie hat sich aktiviert, als ich mich ihr näherte. Als hätte er sie für mich aufbewahrt. Das vorige Schloss hat er jedenfalls nicht vergessen. Die Seraph-Rüstung sollte in der Lage sein, die Ketten zu lösen. Ich werde sie befreien und dann können wir zurückkehren. Aber bestimmt kein Nachteil, wenn wir dieses Ding da kriegen. Geht uns auch wieder ein bisschen Geld mit zurück. Nysa, das stimmt, da waren wir ja auch noch nicht drin. Also ja, da kann das noch nicht das letzte sein. Da wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Benutzereingang gegen Medusenvipern, okay. Kein Ort für ein glückliches Ende. Das könnte jetzt vielleicht die Quest hier. Von Rob sein. Ja, auf jeden Fall interessant, wenn da noch viele Sachen kommen. Gut, also aber Ukrane Grotten, das haben wir gesehen, das ist noch relativ schwierig. Wir müssen mal schauen, wie wir da weiterkommen. Das hier wäre halt auch gut, aber da kann halt sein, dass vielleicht müssen wir da auch noch eine weitere Quest aufmachen. So, jetzt schauen wir mal kurz. Das müsste diese sein, ne? Die Balthasar. Diese Daya gefällt mir ja nicht so.
Okay, er ist der Einzige, der nur Positives davon hat. Na komm, es ist die für ihn, ne? Dann kann er sich die auch holen. Angriffe, das ist halt wirklich nicht besonders viel. TP. Ich weiß nicht, ob Max so viel Sinn macht, aber 20 TP ist halt nicht ganz schlecht, ne? Was hast du vor Agamemnon, ne? Genau, also das ist halt wesentlich weniger Schaden gewesen. Okay, also das Ding hat sich, denke ich mal, auf jeden Fall gelohnt. Gut, dann schauen wir mal, was uns hier jetzt noch erwartet. Achso, ja. Aha, die berühmten Karmesinschwingen sind wegen des Auftrags hier, habe ich recht? Was für eine Ehre. Aber können wir ihnen wirklich vertrauen, Boss? Sie gehören zum Widerstand. Ich glaube kaum, dass sie uns an irgendwelche Behörden verraten werden, oder? Das kommt darauf an, was du von uns erwartest. Einen Edelstein? Ihr müsst wissen, dass die Seltenheit den Wert solcher Steine bestimmt. Dieser Edelstein ist so selten, dass er nicht einmal einen Namen hat. Bisher wurden davon nur zwei entdeckt, beide in der Nähe des Allerheiligsten. Du willst, dass wir uns dem Allerheiligsten nähern? Dabei handelt es sich um einen heiligen Ort und jeder Zutritt wird mit dem Tode bestraft? Dichten Fjordwäldern werden wir unentdeckt bleiben, keine Sorge. Und wer wird diese Bestrafung in einer Stunde unserer schlimmsten Notfall strecken? Begleitet unsere Truppen und beschützt uns vor den Monstern, die dort lauern. Das ist eure Mission. Ich bin nicht gläubig und wir werden niemanden verärgern. Die Leute haben im Moment andere Sorgen. Die Ressourcen der Schatzkammer unseres Clans sollten aufgefüllt werden. Schließlich müssen wir auch unsere Kampfgefährten ernähren. Also, was sagt ihr? Wir sind dabei. Ausgezeichnet, ihr werdet es nicht bereuen. Ich markiere euer Ziel auf der Karte. Wir treffen uns in den Fjordwäldern am Rande des Allerheiligsten. Beeilt euch, verstanden? Okay, das dürfte, denke ich, unsere Frage klären. Okay, ach, das ist da drüben nicht bei dem Camp. Na gut. Auch egal. LP erhöht ist natürlich wahrscheinlich mal auch nicht schlecht. Der Katana-Meister suchen wir noch, ne? Ist das überhaupt so ein seltener Pilz vielleicht? Ne? Hat er sein können. Kleidungsbonus, sehe ich auch nicht ganz schlecht.
Da seid ihr ja endlich. Hier sind ziemlich viele Leute und was machen diese großen Kisten da? Sie sind unser Transportmittel, falls wir tonnenweise Juwelen finden. Kommt, wir nehmen das Boot. Ihr geht voran, eliminiert alle Monster und wir verfolgen euch unauffällig. Verstanden? Dann geht. Na los. Macht uns den Weg frei. Na gut. Ja, also keine Angst haben. Steig gegen Feuer und ansonsten erstmal nichts weiter. Okay. Okay, haltet auf jeden Fall schon mal ein bisschen was aus. Achso. Level steigen. Gut, mach schon. Gut, erstmal soweit. Mondfaser. Ich weiß nicht, ob das eventuell dann schon noch mit zu den... Ach, jetzt geht es auf jeden Fall noch mal raus. Dann kommt er hier rüber. Ah ja. Also, das ist der Start. Besser.
Okay, also schon mal dieses hier. Warum heißt das? Die P erhöht. Also hauptsächlich sind sie eigentlich die gelben, die mich jetzt erstmal so interessieren. Okay, geht's einmal so außen rum. Moment, nein, geht's nach oben? Ja, von da aus kommen wir nicht einfach so dahin. Ah, genau. Das kann sein, dass der Weg darüber dann nur von dort aus kommt. Also über diese kleine Insel. Wollen wir mal sehen. Die noch am meisten haben. Geht's hier bei ins Wasser rein? Nee. Okay, jetzt haben wir das hier alles und dann also in dieser Mittelinsel weiter nach oben. Oder müssen wir denen jetzt hier Bericht erstatten? Nein, noch nicht. Okay. Was für ein seltsames Dorf. Einsames Dorf. Keine Menschenseele, weit und breit. Edelsteine habe ich auch keine gesehen. Wer hier wohnt, es ist verboten, sich im Allerheiligsten aufzuhalten, nicht wahr? Ah, könnte es sein. Es wird gemunkelt, dass Feen aus dem Allerheiligsten in den Fjordwäldern ihr Unwesen treiben. Ist das vielleicht ihr Dorf? Das muss es sein. Wer würde sonst hier wohnen? Wir haben aber große Häuser für Feen, oder? Also Behausungen. Hier endet die Straße. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter. Männer öffnet die Kiste. Jawohl. Magnolia? Wach auf, mach dich nützlich. Was zum... Menschen, Menschen, Falfaran. Sie haben die Barriere durchbrochen. Wenn die Königin davon erfährt. Sie sind genauso nervtötend wie erwartet. Männer, die Wege sind gesichert. Ignoriert die Feen und sucht die Edelsteine. Los, los. Magnolia, geht's dir gut? Oh, mein geliebter Glenn. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen wieder gesehen. Was geht hier vor sich? Warum bist du hier?
Frater hat uns wird für das bezahlen, was er dir angetan hat. Ah, oh nein. Macht euch um mich keine Sorgen, ich bin kerngesund. Schließlich bin ich die göttliche Diva der Ausgewogenheit. Aber ihr seid in Gefahr, genauso wie Radand und seine Leute. Was kümmert dich Radand? Er hat sich in diese Kiste gesteckt. Alle Menschen müssen gerettet werden. Kommt schon, kommt mit. Wir müssen zur Feenkönigin, bevor sie Wind davon bekommt, was hier los ist. Feenkönigin? Magnolia, was geht hier vor sich? Ich werde später alles erklären, aber jetzt müssen wir schnell zum großen Baum. Helaifa. Dort wohnt die Feenkönigin. Oh Gott. Neue Sachen hier. Wir spielten, wir sangen, wir hatten Spaß. Okay. Du machst uns Angst. Wir verstehen eure Menschenspiele nicht. Sie sind zu grausam. Der Pakt wurde geschlossen, als ich jung war. Wir haben so viel von unserem Wald an euch Männchen abgegeben. Wir waren nett zu euch und dieser Ort war groß genug für uns. Doch jetzt kommt ihr auch hierher. Ihr habt nie genug. Falfalan, wir haben nur einen Kuchen gebacken. Heute ist unser Kuchentag. Lasst uns mit unserem Kuchen in Ruhe. Okay. Menschen hier im Allerheiligsten? Ich spüre noch mehr im Dorf. Wir hatten einst einen Pakt mit den Menschenkönigen geschlossen. Dieses Reich gehörte uns und jeder Zutritt war verboten. Ein mehr als 1000 Jahre alter Pakt ist jetzt gebrochen. Warte, Lilly, die Menschen sind nicht böse. Sie suchen nach Edelsteinen und wollen uns nicht wehtun. Schweig, einmal gebrochene Rechte werden immer wieder gebrochen. Wir müssen ein Exempel statuieren. Zuerst an denen mit meinen Kindern. Sie sind am gefährlichsten. Nein, Lilly, tu es nicht. Du kannst mich nicht aufhalten. Magnolia, du bist eine Fee. Soll mich das beeindrucken? Du hast deine Mächte außerhalb des Reichs verloren. Du bist nicht mehr die Königin, Magnolia. Verdammt, es ist wahr. Ich habe keine Kontrolle über meine Mächte mehr. Und jetzt muss ich weiterziehen. Lass sie erstmal gehen. Keine Ahnung. Du bist also eine Fee. Einst war ich die Königin dieses Reiches. Wir hatten einen Pakt mit einem ehemaligen Menschenkönig geschlossen. Kein Mensch durfte das Reich betreten. Eines Tages verirrten sich einige Menschenkinder hierher. Laut Gesetz hätten wir sie hinrichten sollen, doch ich weigerte mich. Also wurde mir der Großteil meiner Macht entzogen und man hat mich verbannt. Das tut mir leid, du hast jedoch die richtige Entscheidung getroffen. Wer weiß. Ich wünschte, ich hätte mehr Kontrolle über meine Macht, dann hätte ich Lilly aufhalten können. Meine Macht schwankt stark, manchmal verändere ich meine Gestalt, ohne darauf Einfluss nehmen zu können. Bist du deshalb so schnell verschwunden, als wir Glens Verstand verließen? Richtig, ich nahm meine Feengestalt an und brach zusammen. Händler haben mich gefunden und an Radat verkauft. Und er wusste, dass er mit einer Fee die Barriere zum Dorf durchbrechen könnte. Er war gut informiert. Offenbar hat er jahrelang nach der Quelle der Steine gesucht. Was machen wir jetzt? Gehen wir erstmal zurück ins Dorf. Okay. Sie hat sie getötet. Meine Kinder sind in Sicherheit. Und jetzt zu euch. Das sind meine Freunde. Bitte verschone sie. Wir verlassen das Dorf. Sie werden wiederkommen, Falfaran. Sie werden uns wehtun. Magnolia, wenn du sie gehen lässt und sie anderen von diesem Ort erzählen, werden nur noch mehr kommen. Ich bin nicht so nachgiebig wie du. Zeit zu sterben, Menschenkinder. Okay. Ja gut, dann schauen wir uns das halt mal an.
Kein Element, was bei dir besonders viel Schaden macht, dann. Vielleicht macht ein Drachenzahn mehr Sinn. Zaubert. Also hier. Mir ist verzaubert, ja. Hat hingehauen. Kann man das hier noch einbauen? Du kannst mal diesen Angriff machen, weil er nur auf einen geht und jetzt unsere Overdrive wieder ein bisschen zurückbringt. Oh ja, das war viel Schaden. Dornenblume, okay, das muss ich erzählen. Na ja, bitte. Das hier. Ja, dann verlängert das halt einfach nochmal her. Noch für dich ist ja noch was Neues. Und du bist schwach gegen was Feuer. Ja, probieren wir es mal. Das war recht gut dagegen aus hier. Keine Ahnung, was das Ding macht. Explosion in einer Runde. Ah, okay. Was ist jetzt? Hätte ich gedacht, dass du wahrscheinlich dagegen immun bist oder sowas, aber na gut. Ist eigentlich Wirbelwind reichen, ne? Das Ende ist ja nochmal dran zur Not. Was heißt eigentlich verzaubert? Ich kann mich zumindest schon mal nicht ein. Das ist also quasi auch was Ähnliches hier. Ja.
Nee, komm, machen wir mal so. Uns das mal noch. Also unsere Ultra Move ist auch wieder voll. Ach, nein, ach, Jenner ist egal. Na gut, macht schon ein bisschen Unterschied nochmal, ne? Aber das war ja jetzt eh besiegt. Mörder, ihr habt die Königin getötet. Und das wollten wir nicht, wirklich nicht. Geht, verschwindet, erspart uns weiteres Leid. Aber haut endlich ab von hier. Magnolia, sag nicht in unseren Händen. Danke, Glenn, du hast recht. Aber sicher, diese Narren. Wie können sie es wagen, mich so zu behandeln? Mich, die göttliche Diva der Ausgewogenheit. Ich wollte allen helfen. Ich wollte nur allen helfen. Die Feen denken, dass alle anderen Wesen auf dieser Welt böse sind. Natürlich sollten sie vorsichtig sein, denn man kann nicht jedem trauen. Aber mit dieser Einstellung tun sie sich selbst nichts Gutes. Du bist anders. Du hilfst den Menschen auf eine ganz eigene Art und Weise. Egal wem. Du bist einfach großartig. Glenn, ich liebe dich. Ich will eurem Clan beitreten. Klar doch. Oh, ich werde diese Welt zu einem besseren Ort machen. Für alle. Egal ob Fee oder Mensch. Lilly, schau genau zu, wie ich das mache. Oh. Okay, will jetzt echt das Partymitglied oder? Quest abgeschlossen. Also. Oh ja, offensichtlich. Kartenwurf Inferno 9, Tsunami 8. Okay, also nochmal eine weitere Geschichte hier erledigt. Ja, genau, da haben wir dann dieses noch. Aber da wird es ja auf jeden Fall dann auch noch weitere Geschichten irgendwie geben. Noch Windschlag, wissen wir jetzt nicht. Ja, das wird dich halt wichtig hier. Zwei Psyche ist nicht besonders viel, aber Hauptsache jetzt noch ein bisschen mehr aus. Ja, wir kamen noch nicht dazu, was weiteres hier zu machen. Punkte hast du halt schon verdammt viel, ne? Ach, du hast
Das denke ich noch mal anders wie das andere, ne? Schild und Aura. Das kann der Heilung, ich weiß auch nicht, ob er das unbedingt braucht. Also das macht eben eigentlich unser Victor eigentlich. Okay, 26. CP und Mag erhöhen, das ist wahrscheinlich schon mal gut für dich. Du kriegst auch Angriff und so weiter dazu. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Kommt der Mag halt SOS Mag erhöhen. Erdbeben, Bube. Von Hardware 10. Stärkung. Blindzug. Er hat 5 Runden einen zufälligen Wert um 30% für alle. Das klingt gar nicht mal so schlecht, aber. Das ist halt auch ein bisschen sehr random, oder? Lernt die Ultra-Anzeige. Nee, das brauchen wir aber eigentlich ja nicht. Dann kill halt mal bei ein paar. Hier schon mal die Dinger so ein bisschen. Crit, also du willst wahrscheinlich wirklich ein bisschen Schaden auch anrichten, ne? Dann wieder so dieses schwächste Element. Ja, wenn wir schon dieses ganze Zeug hier haben. Auto-Aura mal lieber. Ich
Verrückter Joker brauchen wir auch noch. Körperlicher Schaden ist eh nicht deine Spezialität. Mal da unten hin. Genau. Neutral. Feuer, Wasser, Erdwind, Licht, Dunkel. TP hast du ja schon gar nicht mal so wenig. Mehr. Kostet leider alles auch ein bisschen was bei dir. Aber gut, reduzierte Kosten ist dann natürlich auch dementsprechend hier ganz gut. Das andere lassen wir mal für hier. Okay. Ja, weiteren Charakter hier aufgenommen und. Ja. Also wir haben jetzt immer noch diese. Also wir wissen von dieser. Ach ja, wir wissen von dieser Aufgabe, die wir dort in den Gebirgen dort finden können. Wir könnten natürlich auch nochmal auf die Felder von Rolan gehen. Theoretisch müsste das mit diesen Goblins doch irgendwo hier sein, ne? Ich weiß jetzt nicht, hier unten in der Dings drin waren. Aber ob wir hier jetzt auf die Schnelle nochmal was finden. Also ich weiß ja, dass ja früher mal einer davon hier gesprochen hat. Das war ja auch bevor die wirklich hier angegriffen worden sind, ne? Und dein Haus aber wieder noch gut in Ordnung, ne? Ist nichts hier zu sehen an diesem Buch, ne? Nein. Neue Deals auf Erk. Oh, okay. Das war auch ganz schön was wert. Ah, das ist das hier Karten. Okay. Okay, dann sind wir schon mal recht gute 1050. Ich denke mal, wenn müssen die dann so einen roten Punkt haben, ne? Was Neues zu erzählen. Felder von Rolan. Gut. Soll ich drin da nicht fliegen dürfen, ne?
Ein Goblin-Dilemma. Aber wo werden wir das finden können? In den Grotten unten kann es eigentlich dann nicht sein. Wir wissen, dass hier unten ja mal... Also. Ah, nee. Oh, nee, das hat den hier nicht zu bedeuten, ne? Das steht denke ich immer hier. Aber wer weiß? Okay. Das hat ja schon mal einen gewissen Wert. Weiß ich nicht, wann das hier dazugekommen ist. Ja, bis hierhin waren wir auf jeden Fall schon mal. Das ist ja doch wirklich die Frage, nur weil das grundlegend erstmal hier ist, in diesen Feldern, ob das jetzt unbedingt der Höhle hier sein muss. Aber ich... hatte jetzt mal schon das Gefühl, dass wahrscheinlich dann die Quest auch dort startet, wo es sozusagen dort auf der Tafel eingeordnet ist. Also jetzt rein mal von der Bezeichnung her. Also ich weiß, dass es noch an der einen Stelle nach da unten geht, aber das scheint es ja nun wirklich nicht zu sein hier. Hmm.
5, okay. Boost. Mit aller Kraft. Bei den 50er Angriffen um 5% stärker. Wo könnte es eine solche Quest geben? Mal mehr zum Ansprechen. Und da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen was draus machen hier aus diesem. Ja, Kartenmeister, Katana-Meister. Da brauchen wir irgendwie noch mal mehr. Kritschaden machen wir eigentlich nicht noch mal weiter. Könnte man natürlich jemand anderen noch geben, der das tragen kann. Einen guten Schwertmeister hier. 4. Größe 3 ist natürlich nicht ganz so optimal. Ich denke, jetzt ist das Ding wieder kleiner geworden, ne? Also ja, wir wissen, dass es hier reingeht, aber
die Sache, dass ich, jetzt sind wir halt in den Grotten hier drin, ne? Man gab es hier eigentlich noch so? Die Tür ist verschlossen. Okay, das gefällt mir wahrscheinlich noch besser. Ein kleiner Garten. Das könnte natürlich rein theoretisch irgendwas sein, ne, aber... Okay, dann gibt es wohl schon als Bonus, weil wir hier oben original wahrscheinlich gar nicht hinkämen, wo wir fliegen konnten. Gegen alles immun. Immun gegen alle Beeinträchtigungen. FP hinzu. Mach du mal immun gegen alles. Das ist echt gar nicht mal so schlecht. Krit erhöht ist okay. Herrenhausschlüssel. Ah, okay. Können alle Materialien gebrauchen, die wir so finden können. Ich gehe mal schon davon aus, dass das hier wohl was sein könnte. Ja, allerdings denke ich mal fast, damit es Sinn macht, dass wir uns das jetzt hier natürlich, bevor wir jetzt nochmal da reingehen, nochmal ein bisschen an der Stelle mal die Folge beenden. Und ja, für mich dann auch heute hier die Aufnahme. Ich denke mal, dass wir da dann höchstwahrscheinlich hier morgen weiterspielen. Und ja, werden wir auf jeden Fall mal sehen, was uns dann dort erwartet. Ich würde schon gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das dann mit dieser Goblin-Plage da irgendwie sein wird. Werden wir uns mal ansehen, was uns da erwartet. Und ja, natürlich auch noch die anderen Sachen. Wir haben jetzt noch auf jeden Fall diesen einen Auftrag mit Rob, seinem Vater da. Mal schauen, was uns da erwartet. Und ja, werden wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Na da, erstmal soweit. Bis dahin.